den Zwölfen zum Gruße und willkommen im dichten Fichtendickicht in Memoria. Wir sind bald im Labyrinth gefangen und naja, wir haben zumindest den Verfolger, den einstigen Begleiter, der uns so ein bisschen abgehängt hat, erst kaputt geknüppelt, dann zurückgelassen zum Verhungern in der Wildnis. Naja, und jetzt ist er geflohen. Teilweise haben wir schon Sachen gefunden. Aber irgendwie... Ach, wen die Maske? Ach, stimmt. Bis ich nicht weiß, was sie macht, behalte ich sie in der Tasche. Genau. Und wir sind immer noch auf der Fährte, mehr oder weniger, desjenigen. Wie hieß er noch? Rachwar oder so. Können wir mal schauen? Rachwar. Ist hier irgendwas zu sehen? In der gorischen Wüste steht eine gewaltige Schlacht bevor. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erwähnt habe, aber ich habe schon mal nachgeschaut. Die gorische Wüste, das ist ja quasi so ein Hochplateau, so ein mit Geistererscheinungen und so weiter. Also anders als die Wüste Kom beispielsweise, eher so eine Sandwüste, das ist hier so ein, ja, so ein Felsplateau, also wirklich eine Platte mehr oder weniger. Ganz merkwürdig. Genau, folgt Rachwans Spur, so etwas, mit dem sich der Verdächtige ködern lässt. Achso, das hier ist aber... Das mit dem komischen was auch immer. Wir haben jetzt gerade so eine Vision, weil der riesige Augenbaum uns ja angelabert hat. Und dann sind wir plötzlich in so eine Vision verfallen, mussten ihr dann Futter besorgen. Deswegen sind wir jetzt hier. Tja, Rachwans Spur müssen wir folgen. Okay, wir sind von rechts gekommen, deswegen da die guten Blumen, die legen wir nämlich mal fleißig aus. Also würde ich sagen, als weiter, bis wir was gefunden haben. Ja, man kann das Labyrinth auch überspringen, aber das ist doch Quatsch, oder? Ich meine, wir haben ja die Möglichkeit, es dauert zwar ein bisschen länger, aber ich möchte auf jeden Fall den Ausgang selber finden. Ich hasse das, wenn sie mich so bevormunden. Na, möchtest du nicht doch das Rätsel lösen? Möchtest du nicht das Labyrinth beenden? Aha, ein Dornbusch. Ein frisch abgebrochener Zweig. Das ist gut. Eine weitere Spur. Hoffentlich. Weg Dornenbusch. Eine weitere. Ein Frisch. Ja, können wir das abnehmen? Ach, wir haben nicht mal den Dolch. Was ist das denn? Wieso haben wir denn alkoholgetränkten Verband noch? Nein. Also, ich komme nicht an den Dolch ran. Vielleicht, ich hoffe mal, ich kann wieder zurück, weil sonst habe ich den Dolch nicht mehr. Und so ein Werkzeug ist, glaube ich, immer gut, genau wie Gerons Messer. Gut, wir gehen tatsächlich mal da lang. Wir markieren das trotzdem mal, obwohl dir der Zweig liegt, aber dann wissen wir Bescheid. Den Weg fahrt entlang. Oh, sehr gut, sehr gut. Ich habe das nicht vorgespielt, ne? Ich sag's bloß. Kommen wir von da unten. Okay. Heißt, diesen Weg markieren. Tja, ich sehe nichts. Fahrt entlang, Weg. Gehen wir doch mal... Na, bleiben wir mal hier drüben im Eck. Markierung auf den Weg. Und diesem Pfad entlang. Irgendwann muss das doch mal enden hier, oder? Sollte eigentlich. Wo der wohl hinführt? Wie, wo der wohl hinführt? Ja, da wo wir herkommen. Lege die Blumen nach West, nach links halt. Mini. Komm, gehen wir rechts lang. Blumen auf den Weg. Und dann da hoch. Ob das vielleicht wieder einen Erfolg gibt? So wie das Schweindall, das ich gedreht habe. Vielleicht gibt es auch einen Erfolg ohne Hilfe aus dem Labyrinth. Den Fuchs im Labyrinth haben wir auch schon gefunden. Der Fuchs geht um. Ah, ich sehe gerade, bei mir ist ein schwarzer Bildschirm, aber in der Aufnahme da hat er sich den letzten Frame gespeichert. Interessant. Tja, wieder Aussicht, Ausblick. Ohne einen Führer schaffe ich es nie dort hinauf. Ja, das ist der zweite, ich sag mal, das zweite Endstück, das wir gesehen haben. Also hier sind wir schon lang, gut. Vielleicht... Da, wo wir wissen, da ist komplett Ende. Vielleicht mal beide hinlegen. So, rot-gelb heißt Sackgasse. Hier sind wir komplett fertig. Wäre doch mal eine Idee. Halt! Blau bitte auf den Weg, damit wir Bescheid wissen.
Alles muss seine Ordnung haben. Vielleicht finden wir noch wieder raus. Obwohl, jetzt ist ja auch kein schwarzer Bildschirm. Alles klar. Was ist das? Nichts. Absolut nichts. So, da sind wir hergekommen. Also weiter nach oben. Führt der Weg auch irgendwie den Berg rauf? Vielleicht sieht man von da oben ein bisschen mehr. Aber so viele so schön gezeichnete Wege, das finde ich echt nicht schlecht. Das hat, glaube ich, eine ganze Weile gedauert, bis sie diese ganzen Pfade hier zusammengebastelt hatten. Aha, abgebrochene Pilze. Wieder ein Hinweis. Oder? Frage ist nur, haben sie das wirklich alles von Hand gezeichnet oder irgendwie... Ja, wahrscheinlich schon, oder? Wahrscheinlich verschiedenste Formen, irgendwie so T-Formen und, weiß ich nicht, T-Kreuzungen, meine ich. Bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Wahrscheinlich erstmal so grob die Formen vorgezeichnet, dass man viel Abwechslung hat, dass nicht immer nur von links nach rechts und nach hinten haut's ab oder so hat, sondern ne, verschiedenste Arten. Gut. Frisch gebrochene Pilze. Mein Freund hat doch nicht etwa noch immer Hunger. Aber ist er nach hinten weg oder zur Seite? Er war auf jeden Fall hier. Von hier ist er wahrscheinlich gekommen. Heißt, wir gehen weiter nach Norden. Beharrlichkeit. Ja, verhungern wird sie schon nicht. Das wäre nett. Du hast noch 10 Bildschirme, bis du verhungerst. Aha, Seil mit Schlaufe. Das ist unser Seil. Hier hängt ein altes, vergammeltes Seil. Gut, dann doch nicht unseres. Ein einsames Stück Stein, wie es viele hier gibt. Weg, nein, markieren bitte. Hier kommen wir her. Aber das Seil können wir doch eventuell... Ja, abschneiden können wir es nicht. Verdammt! Wir nehmen es einfach mal. Ah, komplett. Tja... Als weiter den Berg hoch oder direkt dran vorbei. Ich würde sagen, direkt dran vorbei. Könnte eine Wegmarkierung sein. Wir gehen mal dort lang und nicht weiter hoch in den Wald. Vergammeltes Seil. Gehen wir mal hier lang. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, oh, dem Pfad entlang, das ist bestimmt eine Markierung für den Hauptweg. Möglicherweise. Ach du Scheiße, was ist denn hier? Ja, da kommen wir ohne Dings nicht weiter, ne? Der Dornbusch ist voll mit kleinen Spinnen. Hey, Moment mal. Hier sind überall Stofffetzen. Er ist doch tatsächlich hier rüber geklettert. Aha. Weg markieren. Ja, dann wollen wir auch hier rüber. Dann müssen wir das erstmal anzünden. Feuersteine? Das bringt nichts. Um Wieso? Hier durchzukommen, brauche ich meinen Dolch. Shit. Ach, mit dem... Moment, mit dem... Halte mal, mit dem Seil. Vergammeltes Seil. Aber vielleicht reicht's für den... Genau, wir gehen mal den Weg zurück. Gut, dass ich es markiert habe. Oh, rote Beeren? Egal. Wir wissen auch, wo wir nicht mehr lang müssen. Perfekt. Gut, dass ich mir alles ausgelegt habe. Da sind wir hergekommen. Sehr gut. Das müsste jetzt gleich die Stelle sein mit dem... mit der Sackgasse, ne? Der Weg ist das Ziel. Der Wald ist mein Zuhause. Hä? Wie, der Weg ist das Ziel? Was heißt das? Weil wir so viele Pfade... Leider wird das, glaube ich, auch gar nicht erklärt. In diesen Erfolgen. Normalerweise steht da immer noch dran, was man gemacht hat, oder? Oder steht das dran? Ich weiß gerade gar nicht. Moment, das interessiert mich jetzt. Moment. Steht nichts dran. Merkwürdig. Gut. Der Weg ist das Ziel. Ja, keine Ahnung. Vielleicht, weil ich irgendwie 100 Bildschirme weit gelaufen bin oder so. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt. Achso, aufnehmen. Da gibt es nichts mehr zu holen. Der Mistkerl hat das Tier bis auf die Knochen abgefressen. Ja, Knochen? Hallo? So, hoffentlich funktioniert das. Aha! Sehr gut. Perfekt, wir haben den Dolch wieder.
Heureka! Dann wieder den Weg vorwärts. Gute Idee mit dieser Markierung durch die Blumen. Da war sie sehr schlau. Direkt hier nach rechts weiter, genau. Vielleicht gibt es hier irgendwie eine Abkürzung oder sowas. Ich laufe die ganze Zeit den langen Weg, aber wen juckt's? Ach ja, von wegen der Weg ist das Ziel. Wahrscheinlich, weil ich den Weg jetzt so oft wieder zurückgegangen bin. Die gleichen Bereiche irgendwie, 10-mal den gleichen Bereich, weiß ich nicht, betreten oder so. So, Pfad entlang, sehr schön. Heißt, wir können jetzt uns hier durchhacken. Da ist er ja offensichtlich durchgelatscht. Ah, jetzt würde ich gerne das ganze Labyrinth sehen, aber ich weiß nicht, ob es da noch mehr zu holen gibt in diesem komischen Labyrinth. Was ist denn hier rechts? Wir können ja mal gucken. Oh, schön. Aber schnell wieder zurück, den Pfad entlang. Und da hinten? Aber echt schön gezeichnete Landschaft. Hey, hör mir auf. Ach, guck mal. Ja, dann machen wir hier mal rote Beete auf dem Weg. So, den Weg haben wir also auch schon genommen. Wäre der direkte Weg gewesen. Ach ja, im Hintergrund sieht man auch den Monolithen. Ah, also hängen die doch irgendwie zusammen. Verstehe. Moment, wieso ist denn der jetzt? Achso, da rechts geht es jetzt diesen Weg entlang. Gut, dann hacken wir uns hier mal durchs Gestrüpp. Krass. Könnte gerade meinen, sie hätten eine Machete in der Hand. Alles klar. Na gut, das kann man sich zwar merken, aber jetzt wechseln wir wieder mal auf Rot. Nicht den Pfad entlang. Ach, guck mal. Das ist ja... Ah gut, Die Markierung am Wegesrand. Ekelhaft. Endlich. Aha. Das war ein sehr großes Spinnennetz. Er hängt im Netz fest. Was für eine armselige Falle. Weiß ich nicht. Wart mal ab, wer sie gestellt hat. Das wollen wir, glaube ich, gar nicht rausbekommen. Gestrüpp. Es ist einigermaßen trocken. Ein Wunder bei dem Nebel. Heißt Feuer machen. Anzünden. Sehr gut. Schneid was ab. Alles andere wollen wir gar nicht. Ich speichere das mal spaßhalber, falls irgendwie so eine Todesfalle ist. Gestrüpp. Ins Spinnnetz. Das reicht noch nicht als Waffe. Wie Waffe? Waffe? Eigentlich solltest du doch... Spinnennetz und der Stab. Achso, vielleicht schlecht, wenn der Holzstab im Feuer und so, ne? Das reicht noch nicht als Waffe. Spinnennetz anzünden? Das ansinnen? Reicht noch nicht als Waffe. Gestrüpp. Alkohol getränkter Verband? Zu nichts. Ja, ich weiß. Alkohol dahinwerfen? Das wird niemals gehen. Wieso? Dann zündest du es an. Achso, dumme Idee. Feuerstein. Das reicht noch. Reicht noch nicht als Waffe? Zünde. Für ein Feuer muss ich das Gestrüpp erst irgendwie bündeln. Was ist doch mit dem Seil? Ich dachte, das wäre Schwachsinn. Ist gar nicht so ein Schwachsinn. Okay. So. Das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht. Jetzt zünden wir es an, dann werfen wir es ins, vielleicht den Alkoholgetränkendinger dazu. Das wird niemals gehen. Wieso nicht? Dann brennt es besser. Zünde an. Zusammengebündelt ist irgendwas. Ein Feuer entfacht ins Spinnennetz. Und weg damit. Ach. Jetzt schnell den Stab. Ich habe das Vieh gar nicht gesehen. Ach du Scheiße. Okay. Oh, Prinzessin. Ich hatte mich bereits auf die nächsten 1000 Jahre eingestellt. Dafür ist jetzt keine Zeit. Wo ist er lang? Da hinten über den Baumstamm. Ich habe das Mistvieh gar nicht gesehen. Das ist ja krass. Und dabei ist es größer als sie gewesen. Gut, sie folgt uns nicht. Wir sind sicher. Vertraust du mir jetzt? Ihr habt mich doch nur gerettet, damit ich euch sage, wohin euer verräterischer Führer geflohen ist. Hör auf, an mir zu zweifeln und beginne endlich, mir zu vertrauen. Ich vertraue euch erst, wenn ihr mir sagt, was ihr mit mir vorhabt. Nichts. Ich habe nichts mit dir vor. Es liegt ganz allein an dir, ob du mir hilfst oder nicht. Das glaube ich nicht. Ich ziehe in eine Schlacht, deren Verlauf kein Wesen voraussehen kann. Ich folge einem Plan, der sich nicht planen lässt. Ich nehme, was ich kriegen kann. Und wie ein Gaukler baue ich mir daraus ein Sicherheitsnetz.
Aber woher wisst ihr, dass das Netz am Ende halten wird? Das weiß ich erst, wenn es soweit ist. Alles, was ich tun kann, ist fallen. Wieso habe ich nur das Gefühl, dass das alles kein gutes Ende nehmen wird? Vertrau mir. Ich habe besser vorgesorgt, als du glaubst. Stufe aufgestiegen? Was ist los? Bezwinge die Spinne. Stufe aufgestiegen. Aha. Level up, weil ich die Spinne... Okay. Wir sind, ich glaube, wir sind durch. Dem Pfad entlang. Wieder ein Erfolg. Da, die wartet wohl am Ende des Labyrinths. Oh. Was ist hier geschehen? Sieht aus, als hätte ein Kampf stattgefunden. Toter Gaul? Das führt doch zu nichts. Angucken. Neben dem Blutgeruch kann ich noch etwas anderes riechen. Hat der Feigling etwa seinen Dolch mit Gift präpariert? Lieber nicht. Das Holz glimmt noch. Bis vor kurzem war noch jemand hier. Oh, endlich etwas Wärme. Tja. Der Größe nach zu urteilen, haben hier zwei Leute gelagert. Oder ein Mann und ein Pferd. Im Zelt liegen noch ein paar Felle. Sie haben einfach alles stehen und liegen gelassen. Felle? Aber sie nimmt sie nicht mit. Im Zelt, sie haben... komm, jetzt zünden sie an. Ich sehe keinen Zusammenhang. Ach so. Kaputtes Zelt? Feuersteine? Hallo? Und das können wir nicht mitnehmen, okay? Davon brauche ich kein Stück. Vielleicht ein Stück Fell und Fleisch aus dem toten Pferd schneiden. Es tummeln sich schon die Fliegen in der Wunde. Das Fleisch rühre ich nicht mehr an. Das ging aber schnell. Oh, Pfeile. Das ist bestimmt nicht Rachwans Pfeil, aber ich bin mir sicher, er hat ihm gegolten. Nimm den Pfeil mal mit. Er steckt zu tief im Baum. Aber ohne Bogen kann ich ohnehin nichts damit anfangen. Ja, jetzt haben wir erstmal schon mal den Pfeil. Bogen kommt noch irgendwie. Können wir es ja irgendwie herstellen. Notfalls machen wir den Stab zum Bogen. Obwohl, ist sehr flexibel. Ist er dehnbar. Biegsam, meine ich. Oh nein, nicht schon wieder. Hier sind wir wieder im Wald. Scheiße. Und hier kennt man nicht ganz so viel. Pfad. Okay, ich kann keine Beeren mehr legen. Das ist nicht so gut. Ja, da gibt es wahrscheinlich nicht so viel. Wir gehen nach links. Wir bleiben auf der Ebene. Wir sind von rechts nach links gelatscht. Und nun was? Oh, das ist aber gemein. Wir laufen einfach nur von rechts nach links. Vielleicht ist er einfach in einer Tour in eine Richtung gelatscht. Oh, das ist aber gemein. Wir bleiben hier in der rechten Seite. Immer von rechts nach links und jetzt rechts runter. Oh. Jawohl, der Ausgang. Und jetzt wieder Geron? Nee. Endlich. Die erste Etappe ist geschafft. Aber dort hinauf schaffe ich es niemals ohne Führer. Ich dachte, ihr seid vorbereitet, Herrin. Da am Wasserfall ist jemand. Und mindestens einer davon kommt mir doch sehr bekannt vor. Sehr gut. Gleich mal speichern. Wieder einen Meter weiter. Die erste Etappe ist genommen. Hervorragend. Bloß, wo geht die Reise hin? Wer weiß, durchs Gebirge. Ach, Vairondra. Ich glaube, seine Klinge war vergiftet. Hättest du nur ein Schwert benutzt und nicht diesen vermaledeiten Bogen. Ganz ruhig. Wenn du dich aufregst, verteilt sich das Gift nur noch schneller in deinen Venen. Bist du sicher, dass uns niemand gefolgt ist? Wo ein Verkina aus dem Busch springt, ist die restliche Sippe nicht weit. Keine Sorge, er hat keine Haare. Er ist ein Ausgestoßener, ein Unehrenhafter, der seine Gegner feige vergiftet. Ich werde ihn für seine Schandtat büßen lassen. Das sind Rondra-Amazonen. Ich hatte gehört, dass sie ihre Festung westlich von hier haben. Aber was machen sie so weit draußen? Kümmert euch nicht darum und verschwindet von hier. Nein,
Ich brauche den Mistkerl. Nur er kennt den Weg nach Draconia. Den Göttern zum Gruße. Wie ich sehe, habt ihr einen Verkina gefangen. Wer seid ihr? Gegenfrage stellen. Wer seid ihr? Warum bedrohst du mich? Was habe ich dir getan? Ihr seht wahrlich ungefährlich aus. Ihr seid Tulamidin, aber keine Verkina. Ihr kommt aus einer der großen Städte im Osten. Aber was treibt euch alleine so weit in den Raschthulswall? Ihr seid ein gefundenes Fressen für die zahllosen Verkina-Stämme in diesen Höhen. Geht das nur mir so, oder labern die wie ein Wasserfall da hinten? Kommt mir nur so vor, oder? Ich weiß ja nicht. Teilweise seitenweise muss ich lauschen, wie sie hier die Texte führen. Ist ja eigentlich super, aber irgendwie fällt mir das so ein bisschen auf. Wie viel die hier reden. Als ob sie alle so unendlich mitteilsam sind. Aber gut. Thema wechseln. Was machen wir hier? Keine Ahnung, wir haben uns bald verlaufen. Sagen wir die Wahrheit. Dass wir ihn hier brauchen. Ich bin auf dem Weg nach Draconia. Zum Konzil der Elemente? Warum? Ich will mich dem Heiligen Heer dort anschließen. Und in die Schlacht in der gorischen Wüste ziehen. Dann haben wir dasselbe Ziel. Oh. Nicht Draconia, aber den Krieg. Erschieße sie. Sie ist böse. Ihr sprecht im Wahn. Bitte beruhigt euch. Genau, von meiner Mission berichten. Du bist sehr jung für eine Kriegerin. Wenn das Schicksal uns ereilt, können wir nicht warten. Wir müssen handeln, wie uns befohlen. Für Außenstehende ist das schwer zu verstehen. Glaube mir, ich verstehe dich. Vor wenigen Monaten hat unsere oberste Löwin eine Vision unserer Göttin Rondra empfangen. Ein roter, brennender Löwe. Das Symbol unserer Göttin. 20 Ähren, davon nur die Hälfte gereift. Sie stehen für mich und meine Schwestern und die Statue einer mächtigen Kriegerin, umschlungen von einer dämonischen Kreatur. Lange haben wir kein so deutliches Zeichen mehr erhalten. Wenn die Löwin spricht, müssen wir gehorchen. So, so. Gibt es Neuigkeiten vom Schlachtfeld? Die Truppen aus Zorgan sind auf dem Weg nach Ankopal, bereit, das Zentrum des Bösen zu attackieren. Sie warten nur noch auf die Verstärkung, die derzeit in Draconia vor Anker liegt. Derweil sammeln sich die Horden der Finsternis in der gorischen Wüste. Eine glorreiche Schlacht steht uns bevor. Was ist mit deiner Gefährtin? Wir hatten unterhalb der Nebeldecke unser Lager aufgeschlagen, als der Verkina uns überraschte. Er erdolchte mein Pferd und vergiftete meine Schwester mit seinem Dolch. Wir nahmen ihn gefangen und um weiteren Angriffen zu entgehen, zogen wir uns hierher zurück. Zum Glück ist das Gift harmlos, aber es verleitet zu Fieberträumen und zu Schläfrigkeit. Warum lasst ihr den Verkina nicht frei? Niemals. Er ist gefährlich. Es müsste schon ein göttliches Wunder geschehen, dass ich einen feigen Mörder wie ihn wieder ziehen lasse. Oh Gott, müssen wir jetzt irgendwie einen brennenden Busch imitieren oder so? Ein Zeichen, ein Zeichen. Ich werde mich etwas umsehen. Ja, aber nähert euch nicht dem Gefangenen. Ihr werdet sonst schneller einen Pfeil in eurer Hand spüren, als euch lieb ist. Wie nett ihr zu ihr seid. Sie ist genau wie ich. Es wird nicht leicht, ihr Rachmann abzuschwatzen. Es sei denn... Willst du jetzt doch helfen? Ich habe zumindest einen Einfall, aber dafür brauche ich seine Halskette. Was hast du vor? Bringt mir die Kette und ich zeige es euch. Auf dem Schild ist ein großer flammender Löwe eingraviert, das Zeichen der Göttin Rondra. Wir müssen irgendwie da rankommen... Und dann wahrscheinlich irgendwie so ein Zeichen mit dem Wasserfall, so wie der einst in der, wie heißt das noch, in Narutne war, in der Elfenstadt. Oder der Elfenwelt viel eher. Da haben wir auch die, ach nee, da haben wir es noch größer gemacht, diesen komischen Regenbogenstein. Ja, ja, das hier vielleicht auch, dass es dann irgendwie eine Reflexion gibt und oh, der brennende Drachen, das ist das Zeichen, los, du darfst ihn nehmen. Irgendwie so. Ihr wollt diesen Kriegsgeweihten allen Ernstes ihre Rüstung rauben? Nein, das wäre dumm. Ich habe mich nur eben gefragt, was ich tragen werde, wenn ich in die Schlacht ziehe. Und ob wir dann Seite an Seite kämpfen werden. Ihr könnt euren Tod wirklich nicht erwarten, oder? Wenn du nicht verstehst, dann halt den Mund.
Die Amazonen haben sich im Schatten und Getöse eines mächtigen Wasserfalls versteckt. Holt mir seine Kette und ich zeige euch was. Wie kommen wir da ran? Wenn überhaupt. Holt mir seine... Holt mir seine Kette und er zeigt mir was. Ein Ast. Die beiden Äste haben sich verhakt und drücken sich gegenseitig hoch. Wie ungewöhnlich. Drücken sich gegenseitig hoch. Wenn ich das lösen würde, was passiert dann? Dann schnellt er nach unten. Der hat mehr Spielraum und er kommt ins Wasser und dann wird es hier aufgefangen. Genau. Und dann rutscht wahrscheinlich sein komischer Anhänger ins Wasser, wird abtransportiert. Wir müssen das aufhalten. Vielleicht mit der Maske. Es ist nur ein kleinerer Kanal des Wasserfalls. Irgendwie müssen wir da das Ganze aufhalten. Die Maske vielleicht jetzt so... Wenn ich meine Sachen hier in den Fluss werfe, sehe ich sie nie wieder. Stimmt, das ist eine nicht ganz so intelligente Idee. Aber es verkeilt sich doch da. Oder vielleicht der Helm. Können wir uns den Helm mal borgen, junge Amazonenfrau? Wie jung sie ist. Bestimmt nicht älter als 15 Jahre. Rachwan hat ihr erst das Pferd aufgeschlitzt und sie dann mit seiner Klinge vergiftet. Ich kann mir nur vorstellen, wie dreckig der Kampf gewesen sein muss. Reden wir mit der Alten. Solange sie hier liegt, ist das Mädchen beschäftigt. Sehr gut. Oh, was ist denn das? Stein? Aufnehmen. Was für ein Stein? Ein weiterer Stein. Ach, müssen wir das hier ordnen? Malerei Obstpflücken, Malerei Lagerfeuer, Jagd, Frau, Mann, Drache. Da muss das rein, oder? Großer Stein. Was können wir damit machen? Die Bilder wurden erst in den Felsen geritzt und dann bemalt. Hübsch. Hübsch. Die Bilder wurden... Ja, ja. Die Bilder wurden... Hübsch. Hübsch. Zwei Männer jagen irgendein unförmiges Tier. Ein Apfel hängt von einem Baum und ein Mann holt ihn herunter. So wie ihn. Oder mit Pfeil und Bogen wie der gute Geron. Eine Gruppe Menschen sitzt friedvoll an einem Feuer. Eine Gruppe Menschen... Vielleicht ist noch ein Gauklerwagen in der Nähe? Wer weiß, wer weiß. Die Malerei zeigt eine Frau mit einem Kind im Arm. Das ist wohl eine Mutter. Da steht ein Mann mit einem Speer. Das Bild eines Drachen. Ein Drachen? Sollen wir den Stein da hochwerfen? Dann löst sich das und dann... Das ist sehr dumm, oder? Versuchen wir es. Ich sehe keinen Zusammenhang. Ja, stimmt. Ist auch verdammt undurchsichtig. Was genau müssen wir denn hier machen? Wie sollen wir denn jetzt den Stein... Ach, den Stein können wir da runter ins Wasser stopfen. Dann... Aha! Das heißt, wenn sich das hier löst, und das wird es, dann verhakt sich's hier und kann nicht weiter. Können wir jetzt... Ja, mach das nochmal, bis es sich löst, bitte. Die Maske vielleicht jetzt dahin? Nee, jetzt können wir gar nichts mehr hier machen. Okay, das ist schon mal richtig. Reden wir mit ihm? Ich brauche deine Kette. Haltet Abstand vom Ferkina. Ja, ich rede doch mit ihm auf Distanz. Verboten? Gut, wir gehen nach oben. Hä? Ah, ja. Jetzt machen wir das halt von Hand. Lösen das. Er taucht ins Wasser. Mit bloßen Händen bekomme ich die Äste nicht auseinander. Wenn wir mit dem Stock auseinanderhebeln oder mit dem Dolch. Wir probieren mal den Stock. So. Wie gesagt, dann löst sich das. Dann hängt er wahrscheinlich tiefer, weil wir da mehr Spiel haben. Dann verkürzt sich der Weg und das heißt, er taucht weiter ins Wasser ein. Das Ding löst sich und verheddert sich hier unten. Lieber nicht. Dann eben mit dem Dolch. Genau. Verdammt! Mein schöner Plan. Wie, das war's?
Ich trinke erst, wenn ich weiß, dass ich sicher bin. So, so. Was genau? Was genau hat das jetzt gebracht? Die Amazonen haben sich im Schatten und Getöse eines mächtigen Wasserfalls versteckt. Das habe ich auch gemerkt, ja, ja. Ach, wir haben den Ast. Ah, okay. Können wir mit dem Ast da irgendwie die Kette... Ne, wir werfen ihn ins Wasser, dann treibt er da runter, nimmt das Ding mit. Ah, und? Wusste ich es doch. Ja, sauber. Schnell wieder runter. Da ist es. Ast mit Halskette. Ohne uns ihm zu nähern. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich euch in der Grabkammer eine Vision schickte. Als Erklärung für das Blutritual. Du meinst das Bild von meiner blutenden Hand, der glimmenden Räucherschale und dir? Richtig. Nun, ihr könnt mit dem Gefangenen nicht reden, da das Mädchen sonst Verdacht schöpft. Aber ihr könnt ihm eine Vision schicken und ihn auffordern, sich mit ihr gutzustellen. Und wie? Mit dem Zauber des Visionenschickens, den ich nun in eure Hände lege. Oh, ein neuer Zauber links unten? Oh, ein neuer Ast wächst. Oder gestrüpp. Richtet ihn auf die Halskette in eurer Tasche und ich erkläre euch alles weitere. Das ist auch ein Trick. Speichern das mal, bevor das jetzt alles in die Ohren fliegt. Fliegt aktivieren, deaktivieren, Vision schicken. Was ist das für eine krasse Halskette? Rachwahnskette. Ja, ja, gut. Vision schicken. Der Zauber wirkt nur auf jemanden, von dem ihr einen persönlichen Gegenstand besitzt. Und ihr könnt auch nur Visionen von Dingen schicken, die ihr in der Nähe seht. Sagt dem Gefangenen nun ganz allein über 3 Visionen, dass er sich mit der Amazone gutstellen soll. Ganz allein über 3 Visionen? Ja. Richtet seine Aufmerksamkeit auf seine Peinigerin, dann auf ihn und letztlich auf ein Symbol für Freundschaft und Geselligkeit. Er wird diese 3 Dinge unweigerlich zusammendenken und sich nicht dagegen wehren können. Die Reihenfolge der Visionen spielt dabei keine Rolle. Gemeinsam am Lagerfeuer mit ihrem Kind, Drache, gemeinsam auf die Jagd gehen. Wasserfall. Was sollen wir jetzt hier? Erstmal die junge Amazone. Und er? Achso, er ist ja immer. Er, Rachwan. Mir fehlt noch das Zeichen für Harmonie. Drache? Nein. Frau mit Kind. Gemeinsam jagen. Am Lagerfeuer sitzen. Gemeinsame Lagerfeuer. Alles ist super. Aleglub Zulascha Savcha. Sei still! Es hat nicht geklappt. Abwarten. Zulascha Savcha. Bitte erfüllt mir einen Gefallen. Nehmt diesen Fetzen von meinem Umhang und knebelt dem Ferkina den Mund. Keine Tochter Rondras hat eine solche Beschimpfung verdient. Okay. Stofffetzen der Amazone. In das... Oh, er hat versucht, mich zu beißen. Soll er das Mädchen ruhig beschimpfen? Das ist es mir nicht wert. Oh, soll er das... Okay. Jetzt haben wir zumindest mal einen Fetzen. Stofffetzen der Amazone. Ah, da können wir ihr... Jetzt aber von ihrem Gegenstand. Vision schicken. Erstmal ihm. So. Rachwan, ihr gemeinsam jagen, Pferde stehlen, Steinmalerei, Jagd, Frau mit Kind. Ist das die gute Laune oder der... los. Bitte? Wieder falsch. Vision schicken vom beruhigenden Wasserfall. Alles ist gut. Bachwan, die Alde und der Wasserfall. Om. Mensha Isona. Ja oder nein? Was genau ist jetzt hier Phase? Moment. Befreit
Befreit, Rachwan. Befreit? Nee. Vision schicken. Was sollen wir machen? Richtet den Zauber auf die Halskette in eurer Tasche. Ja. Nur so kann ich ihn verzaubern. So einfach geht das nicht. Ihr braucht dafür etwas wie die Halskette des Ferkina. Einen persönlichen Gegenstand von ihr und darauf richtet ihr dann den Zauber. Ja, ich bin aber trotzdem nicht ganz... Also Rachans Halskette, okay. Gemeinsam streiten. Verstehe nicht, was ich hier machen soll. Ich habe nicht aufgepasst. Schlickluck. Schlickluck. Also schlimme Worte nicht. Keine Ahnung, was es soll, aber... jetzt muss ich alle Reihe nach durchgehen, ja? Wir sind quasi alle... Wir sind alle ein Team. Schulurz. Schulurz. Oder was auch immer. So, du... Oder muss ich das überhaupt mit denen in einen... Ich weiß nicht, was er von mir will. Mann, Frau. Harmonie. Schulurz. Scheiße. So, ich muss ihn irgendwie befreien. Er muss lieb sein. Komm, wir pflücken gemeinsam einen Apfel. Mensha Isona. Ich mache einfach mal alles durch. Ich habe keine Ahnung, was der überhaupt von mir will. Wir müssen ihn irgendwie befreien. Okay. Wasserwall haben wir schon, ne? Drache, gemeinsam jagen. Schlickluck. Ich glaube, Schlickluck ist falsch. Ich weiß nicht, was er von mir will. Dann den Drachen. Mensha Isona. Ist das überhaupt... Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache für eine Scheiße. Alde, er und... Wir haben noch alles schon, oder? Und Speerkämpfer. Schlickluck. Gut, dann lassen wir den mal weg. Du, ja, keine Ahnung. Am Lagerfeuer gemütlich sitzen und totaler Wasserfall. Gute Laune. Entspannen. Aber was ist denn jetzt schon wieder für eine Scheiße? Was muss ich denn hier machen, Mann? Befreit Rachwan. Aha. Und jetzt? Prinzessin, ja, ja. Hier die große Wüste, gewaltige Schlacht, bla bla bla. Oh Mann, ist das eine Kacke. Die Amazone wird nicht auf euch hören, aber mit Bestimmtheit auf ein Zeichen ihrer Göttin. Wieso steht denn das jetzt da? Ich muss doch ihm die Vision. Jetzt sind wir ihr, sie mal. So. Sie, Amazonenschild und die Jagd. Achso, und Jagd mit dem Mann. Gemeinsam streiten. Ein brennender Löwe? Eine Vision meiner Göttin? Ja. Oh, Rondra, was willst du mir sagen? Oh Mann, die ist leider dumm. Verdammt. Also, kleine Sache, Wasserfall und gemeinsam... Was weiß denn ich? Gute Laune am Lagerfeuer. Ein brennender Löwe? Oh Mann, ist das eine Scheiße. Was will ich denn hier haben? Ich habe seine Kette. Und nun?
Tja, gute Frage. Der Stab will, dass ich seinen Zauber darauf richte. Ich stehe stets zu euren Diensten, Herrin. Rachwans Kette. Richtig. Ein Stück vom Umhang der jungen Amazone. Okay. Halt andersrum. Nimm Vision. Also. Die Alte. Ihr seid quasi eins. Alle drei habe ich schon gemacht, ne? Total super, ihr seid jetzt quasi ein Team, ja. Schon los, ne? Ist wohl falsch. Footloose. Du und die gemeinsam streiten, haben wir das schon gehabt? Ihr seid quasi ein Team. Mensch. Boah, ich schaue das jetzt nicht wieder nach. Das ist kein persönlicher Gegenstand. Von niemandem. Das will ich noch nicht sagen. Okay, die zwei. Ich habe doch alle. Hier gemeinsam Wasserfall. Ruhig, alles gut, das Wasser fließt. Schon los. Ich hoffe es nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt wieder für eine Scheiße machen muss. Was hat der nochmal gesagt? Ich gucke jetzt dieses eigene Video, damit ich raff, worum es hier geht. Verdammte Scheiße. Hier gemeinsam Drachen erlegen, so. Schon los. Oh Mann, ist das nervtötend. Scheiß die Wand an. Was wollt ihr denn von mir? Hier kann ich auch nichts nachlesen. Also das ist irgendwie nervig. Ich weiß auch nicht. Befreit Rachwan. So, was mit dem Sinne von... Was soll ich denn machen? Gut, befreit... Die Amazone wird nicht auf euch hören, aber mit Bestimmtheit auf ein Zeichen ihrer Göttin. Also muss ich... Aber ich soll das doch auf ihn anwenden. Auf Rachwans Halskette. Achso, deswegen war er böse. Heißt das, jetzt habe ich den Stofffetzen von ihr und jetzt kann ich das nutzen. So. Er eigentlich voll lieb so. Er ist nämlich ein Mann. Achso, und Kind. Er ist Mann und Kind. Nee, Quatsch. Ich bekomme diesen Ferkina nicht aus dem Kopf. Was soll ich nur mit ihm machen? Ah, okay. Du sollst Folgendes machen, also. Mit dem Rachwan sollst du gemeinsam am Lagerfeuer sitzen. Und jagen. Ich bekomme diesen Ferkina. Das machst du nicht so spannend. Mein Gott, hier Löwen, Scheißdreck, Rachwan und gemeinsam sollt ihr jagen. Er ist ein Verbündeter. Das Symbol meiner Göttin und der Ferkina? Oh, sagt mir, was soll ich mit ihm machen, Orondra? Sollst mit ihm, was weiß ich, Mann? Was haben wir gerade gemacht? Jagd? Dann sitz mit ihm halt am Lagerfeuer rum. Bist du schwer von Begriff? So, du, Rondra, mit ihm am Lagerfeuer rumgammeln. Er ist voll lieb so. Das Symbol meiner... Ey, die macht mich echt fertig. Nimm das Symbol mit dem Kollegen und... Was weiß denn ich, Mann? Pflück... Was haben wir jetzt schon gemacht? Gemeinsam jagen haben wir schon, oder? Nochmal gucken. Das Symbol meiner Göttin... Ja, und der Ferkina. Ja, was soll das wohl heißen? Die Göttin schickt dir eine Vision und sagt, du sollst endlich... Lass ihn laufen, wie Wasserfall. Das Symbol meiner... Okay. Ich verstehe es nicht ganz. Was ist denn hier die beschissene Aufgabe? Du und der Ferkina. Fäkalia. So, mit ihr. Ihr seid voll ein Team, lol. Das Symbol meiner... Sag mal. Ist sie dumm oder so? Symbol und der Ferkina. Ihr sollt Frau mit Kind werden. Das Symbol meiner Göttin. Oh, halt doch die Schnauze, Mann. Ich raff's nicht. Tötet gemeinsam den Drachen.
Er hilft dir beim Wachentöten. Er ist ein guter Kämpfer, Krieger, das Schlacht. Symbol meiner Göttin und der Verkehr. Was soll ich mit ihm machen? Gibt's hier nicht einen... Ach, halt hier noch einen Stein. Ach ne, Quatsch. So. Das Symbol meiner Göttin. Was soll ich mit... Und der Verkina. Was soll ich nur mit ihm machen? Pflück. Lass ihn vom Baum. Er hängt wie ein Apfel am Baum. Er ist wie ein Apfel. Hihihi. Guter Apfel. Lieber Apfel. Was ist mit dir? Ach Gott. Ich hatte eine Vision von meiner Göttin. Sie trug mir auf, den Gefangenen vom Baum zu holen wie einen Apfel. Ich muss ihrem Befehl folgen. Doch brauche ich eure Hilfe. Was soll ich tun? Es ist für meine Schwester zu gefährlich, ihn hier freizulassen. Nehmt mein Pferd, das hinter dem Wasserfall wartet, und tragt den Gefangenen die Anhöhe hinauf. Dann, wenn ihr weit genug fort seid, schickt das Pferd zurück und lasst ihn laufen. Du kannst auf mich zählen. Hab Dank. So, da wären wir. Ich lass dich jetzt frei. Dafür erfüllst du dein Versprechen und führst mich nach Draconia. Einverstanden? Einverstanden. Dann halte still, damit ich dir die Fesseln lösen kann. Junge, das war mal eine schwere Geburt, ey. Dann muss ich ihr das Zeichen, ihn vom Baum pflücken. Okay. Löse die Fesseln. Wollt ihr das wirklich tun? Er hat euch schon einmal verraten. Keine Sorge. Ich weiß, woran ich bin. Er hätte euch fast getötet. Sagtet ihr nicht, ihr wüsstet, was ihr tut? Ja. Ich bin gefallen und du hast mich aufgefangen. Ich wusste nur nicht, wie du es tun würdest. Du kannst also Fleisch in Stein verwandeln. Es sieht so aus, ja. Ich danke dir. Meine Hände! Und nun zu dir. Weißt du... Ich hatte wirklich Mitleid mit dir, dem ausgestoßenen Ferkina, dessen eigenes Volk ihn nicht mehr haben wollte, der sich den Gesetzen der Stadt unterwerfen musste und der seine Ehre verkaufte, nur um zu überleben. Aber in dem Moment, in dem du mir den Knochen über den Schädel schlugst, hast du all meine Gnade verspielt. Ich befehle dir nun ein letztes Mal, mich nach Draconia zu bringen. Du wirst mich ernähren, wenn ich es dir sage. Und du wirst über mich wachen, wenn ich schlafe. Erst wenn ich mit der Maske sicher dort angekommen bin, werde ich deine Fesseln lösen. Meine Hände! Richtig, du Mistkerl. Und wenn du mir nicht gehorchst, werde ich auch den Rest von dir verwandeln. Meine Hände, die sind Stein. Ah, sehr gut. Du bist wach. Ihr? Was macht ihr hier? Wo ist der Dämon? Ich wollte eigentlich nur ein paar Habseligkeiten holen, als ich euch beide hier liegen sah. Da dachte ich, ich mache Feuer. Man friert so leicht in diesen Gefilden. Dein Blick verrät mir, du hast jetzt auch die Träume, ja? Bei Rashtulas Lockenpracht, was für ein Schlamassel. Ist es dir denn inzwischen gelungen, das Rätsel zu lösen? Wo ist denn jetzt der Baum da hinten hin? Wer hat dir denn gefällt? Komisch. Ja, wir haben auch Träume. Ja, ich habe jetzt auch von Satya geträumt. Das tut mir leid. Glaube mir, das wollte ich nicht. Aber noch ist es nicht zu spät. Vergiss alles, was du gesehen hast, wie du jeden anderen nächtlichen Traum auch vergessen würdest. Wieso? Was ist so gefährlich daran? Oh, Satyas Geschichte selbst ist harmlos. Es ist nur das Ende, vor dem du dich hüten musst. Wer das Ende leichtfertig herausfordert, der legt sich mit Mächten an, die besser ungestört bleiben. Ich verstehe kein Wort. Und genauso soll es auch bleiben. Der Dämon ist Satyas Zauberstab, richtig? Oder jemand, der ihn besitzt?
und damit auch seine Macht, Menschen zu versteinern. Ah, dann war das die Raschstuhlswald-Szene, die du eben gesehen hast. Beunruhigend, nicht wahr? Das arme Mädchen, ganz alleine in der Wildnis. Weicht mir nicht aus. Geron, wer oder was dieses Unheil angerichtet hat, spielt keine Rolle. Löse nur mein Rätsel und alles wird wieder so sein, wie es war. Tja, Skarabäus, Stein, Stein, Skarabäus, alles klar. Wie lautete das Rätsel nochmal? So wie der Stein über den Skarabäus, so herrscht der Skarabäus über den Stein. Wisst ihr die Antwort, so tretet ein. Wisst ihr sie nicht, sei euer Leben auf ewig mein. Damit fehlt uns nur noch die Lösung, nicht wahr? Lösung erraten, der Rubin ist der Stein, habe ich auch schon gedacht. Oder so ein Bernstein oder sowas. Der Stein ist kein einfacher Stein, sondern Sadias Rubin. Sie ist die Nachfahrin des Moguls und der Edelstein ein Erbstück. Irgendetwas hatte sie damit vor. Interessanter Gedanke. Aber allzu viel erklärt das nicht. So, wie ich sehe, sind wir nicht wirklich weitergekommen. Nicht, wenn ihr mich weiter im Dunkeln tappen lasst. Geron, ich bin nur ein einfacher Händler. Ich bin dein Freund. Alles, was ich vor dir geheim halte, tue ich nur, um dich zu schützen. Ich habe nicht darum gebeten. Ich will Antworten. Die Antworten, die du suchst, sind gefährlich. Geron, ich warne dich. Ignoriere die Träume. Halte dich fern von Draconia und hüte dich vor dem Garten des Vergessens. Wenn du das Tor zu Draconia verschlossen lässt, werden die Visionen von allein verschwinden. Und nichts Schlimmes wird dir oder deiner Freundin geschehen. Doch wenn du den Weg weitergehst und am Ende nur einen einzigen Fehler machst, erwartet dich ein Schicksal schlimmer als der Tod. Löst du dagegen nur mein Rätsel, wird alles wieder gut. Willst du dich nicht um sie kümmern? Breda, steh auf! Wir haben ihn! Was haben wir? Wen haben wir? Was? Alles verwirrend. Was ist passiert? Was war das für ein Traum? Und wer bei den Göttern hat hier mitten am Tatort Feuer gemacht? Das war er! Verdammt! Wo ist er hin? Au, mein Kopf. Breda, was weißt du über einen Ort namens Draconia? Das ist eine uralte Festung im Raschstuhlswall. Von Drachen erbaut. Eurich Bodiaks Spezialgebiet. Warum? Weil ich die Spielchen satt habe. Und weil ich glaube, dass wir dort bald unsere Antworten finden werden. Du bist doch kein einfacher, mächtiger Held, oder? Nein, lass uns nach Hause gehen. Ich erzähle dir unterwegs alles. Oh, Kapitel 4. Und sein Spezialgebiet, ha? Huh? Was für eine Nacht. Ich kann meine Augen kaum aufhalten. Wie geht es deinem Flügel? Besser. Gut. Dann lass es uns ein weiteres Mal versuchen. Erinnerst du dich noch an... Kapitel 3, Erfolg. Beende das dritte Kapitel. Ah ja. Unser erster Heldentat. Erinnerst du dich noch an die Orks? Und wie ich sie ablenken musste? Das war doch spannend. Wie hast du sie abgelenkt? Ich habe getan, als wäre ich ihr Totengott und habe sie mitten in die Einöde geschickt. Stimmt. Na also. Und weißt du auch noch? Ja. Unsere gemeinsame Nacht in den Brinasca Marschen. Du wolltest mit mir einen Liebesbund eingehen. Haben wir geküsst? Das weißt du nicht mehr? Ich weiß noch, dass es kalt war und wir an einem Feuer saßen. Das war schön. Fast fertig. Und jetzt denke an... Ist es nicht ein wunderbares Gefühl, den Seher besiegt zu haben und endlich frei zu sein? Was war denn so schlimm an ihm? Ich mochte ihn. Er hatte so einen lustigen Bart. Du bringst da was durcheinander. Er hatte alles andere als einen Bart. Ja, das hast du gut gemacht. Ach, wir waren schon ein gutes Heldenpaar. Wir haben den größten Gefahren getrotzt und Andergast gerettet. Nur du und ich. Und der Rabe. Wir waren die Besten. Du hast es geschafft. Du kannst wieder fliegen. Ja. Was ist? Ich hatte vergessen, was mit dem Raben geschehen ist.
Ach, Nori. Ich will endlich alles hinter mir lassen und ganz neu anfangen. Ich will über das Meer fliegen. Kopf hoch. Bald haben wir es ja geschafft. Reda und ich wollen herausfinden, was Fahi uns verschweigt. Und wenn wir das wissen, werden wir auch endlich das Rätsel lösen. Geht es immer noch um die Geschichte von dieser Prinzessin? Das ist doch alles schon so lange her. Was ist mit jetzt? Nori, ich muss Satyas Geschichte vollständig kennen. Und dafür muss ich Magister Bodiak sprechen. Er ist der Einzige, der sagen kann, was es mit diesem Drakonier auf sich hat. Erst wenn ich alles verstanden habe, wird bei uns alles wieder in Ordnung sein. Und all die schlimmen Dinge werden endlich ein für alle Mal vergessen sein. Vergessen, das Richtige ist? Ich kann Eurich nicht an seinem Fenster sehen. Hoffentlich ist er da. Tja, das hoffen wir alle, genau. Ja, wir sind wieder da. Die Geschichte mit den komischen Visionen, das war ein bisschen nervig. Was wollten die da genau von mir? Und irgendwie war er nur dazu da, dass ich diesen lustigen Fetzen bekomme. Und dann mit dem Fetzen, dann konnte ich sie mit dem komischen Zeichen da. Wie ich ja schon meinte, ne? Von wegen, ne? Wie mit dem Regenbogenstein, das Symbol und die Reflexion mit dem Wasserfall. Nee. Einfach nur pflück den Apfel Rachwan vom Baum. Naja. Wer hätte das gedacht? Teilweise ein bisschen verzwickt die Rätsel. Ein bisschen merkwürdig. Merkwürdig. Naja. Ich würde sagen, beim nächsten Mal geht's weiter. Dann schauen wir uns hier mal weiter um. Haben wir noch weitere tolle Aufgaben? Oh, jetzt haben wir wieder gar nichts. Sag mal, ständig werde ich hier bestohlen. Was soll das denn? Wir müssen auch den Dämon jagen. Und was ist mit dem komischen Köder und dem... Weiß nicht. Jetzt sind wir hier wieder im nächsten Kapitel. Und alles ist irgendwie wieder anders. Und auch irgendwie... Habe ich die Sachen eigentlich zu Ende gebracht? Eigentlich nicht. Das wirkt so wie halb fertig und jetzt kommt das nächste Kapitel. Ganz, ganz eigenartig. Naja, ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir weiter. Und ja, schauen wir mal, wohin die Reise noch führt. Und ob wir die ganze Story da erfahren. Wir dürfen ja nicht alles erfahren, hieß es. Aber vielleicht lügt er auch. Und war er nur eine Illusion? War er jetzt nur in unserem Kopf am Lagerfeuer erschienen? Oder? Ja, wahrscheinlich nicht, weil das Lagerfeuer war echt. Und wir sind daneben aufgewacht. Vielleicht in Trance das Lagerfeuer gemacht. So ein Quatsch. Naja, wie gesagt, beim nächsten Mal mehr. Ich sage, wir sehen uns das nächste Mal bei Memoria. Und ja, danke fürs Zuschauen. Gabt euch wohl.